Hallo zusammen, ich melde mich jetzt mal wieder nach ein paar Tagen, kann man das schon sagen? So, heute ist Freitag, Weltfrauentag und ich war eben losgezogen im Auftrag von meinem Vater und zwar Blumen holen für meine Mutti. Und das habe ich natürlich gemacht, denn er kommt erst morgen wieder. Er war für 2 Wochen jetzt nicht da. Und da war ich Blumenbotschafterin. Oder Botin. Okay, einmal hat man Blumen geholt. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen schönen Strauß zusammenstellen lassen. Und ich finde ihn sehr, sehr schön. Schaut mal. Oh, ich liebe sowas. Wunderschön. So ein bisschen rosa gehalten mit so einem hell Aprikottönen ist das fast schon so ein bisschen. Ich finde den wunderschön. Ja, die gehören jetzt natürlich ins Wasser. Als allererstes, hoppala, denn meine Nichte ist da. Oh, hier ist schon eins abgegangen. Denn heute Morgen habe ich meine, kann man sagen, Schwägerin? Naja, die Freundin von meinem Bruder, die habe ich zum Bahnhof gebracht. Die fährt nämlich jetzt weg. Die macht sich ein schönes Wochenende mit meinem Bruder zusammen. Und die Tochter von den beiden, die ist jetzt übers Wochenende hier. Da passe ich jetzt heute Vormittag auf, bis heute Nachmittag meine Mutter kommt. Ja, und das ganze Wochenende halt. Die ist jetzt gerade am Essen, das Mäuschen. Wir waren, wie gesagt, zusammen die Blumen holen und waren eben auch einkaufen. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach, was wir alles so im Aldi gekauft haben. Denn ich habe vor heute Mittag Nudeln mit Tomatensauce oder mit Gemüsesauce zu machen. Ich weiß noch nicht genau. Und dann haben wir so ein paar Sachen gekauft und noch ein bisschen was anderes. Und das zeige ich euch gleich. Aber erstmal kommen die Blumen in die Vase. Und jetzt zeige ich euch den Aldi-Haul. Es ist eine Tüte geworden. Und eigentlich wollte ich gar nicht so viel kaufen, deswegen muss ich mir diesen Beutel da holen, weil die haben auch keine Plastiktüten mehr, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber da muss man halt, wenn man nicht dran denkt, immer diese Beutel kaufen und dann irgendwann hat man so viele davon zu Hause. Auf jeden Fall durften diese Knabber-Spaß-Sunnies, diese Sonnenchips mit, die einfach nur gesalzen sind. Die wollte ich irgendwie haben. Dann habe ich Nudeln gekauft. Da konnte ich mich auch nicht entscheiden. Da habe ich einmal die Banknudeln genommen. Und die Fusilis. Penne hatten sie nicht. Ich esse am liebsten ja Penne, aber die gehen auch immer. Und ja, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich einmal so für zwischendurch zum Snacken so Schokobrötchen für die Kleine geholt. Ich esse die selber auch super gerne. Dann war Kinder Maxi King im Angebot. Die habe ich dann auch immer mitgenommen. Für die Kleine gab es Butterkekse, Mini, wilde Tiere. Und die fand den Bär ganz toll, deswegen habe ich das einmal mitgenommen, auch so zum Snacken. Dann durfte zweimal ein Puddingstrudel mit. Den wollte sie schon im Laden aufmachen. Die liebt so Joghurt und so Sachen eigentlich sehr, sehr gerne. Eine Paprika durfte mit. Die werde ich vielleicht in die Tomatensauce reinmachen. Ich überlege mir das noch. Und dann war auch im Angebot dieser Eistee vom Aldi und ich finde den sehr, sehr lecker. Ich habe einmal Wildkirsche mitgenommen, den hatte ich schon mal probiert. Dann gab es noch Erdbeeren und Kiwi, war auch gut. Und das hatte ich noch nicht, das wollte ich mal ausprobieren, das ist Mango Maracuja. Und wie gesagt, die waren im Angebot, habe ich jeweils eine Flasche von mitgenommen. Dann habe ich hier 2 Zucchinis, davon werde ich bestimmt auch was in die Tomatensauce reinmachen, damit es halt so ein bisschen gemüselastig wird. Da schaue ich mal, überlege ich halt noch, wie genau ich das mache. Dann durfte zweimal Buttergemüse mit. Das geht bei mir halt einfach immer mit Reis. Super schnell und super lecker. Dann habe ich 2 mal gehackte Tomaten mitgenommen. Für die Tomatensauce, wie gesagt. Ich habe aber noch frische zu Hause. Die werde ich vielleicht auch noch reinmachen. Ich schaue einfach mal. Und was ich eigentlich auch immer kaufe, sind solche kleinen Dosen. Einmal Erbsen mit Möhren und Mais. Weil ich finde, die sind einfach von der Größe perfekt. So für eine Mahlzeit oder für einen Salat oder so. Weil wenn man da so große Packungen aufmacht oder Dosen, dann ist mir das nicht so alles auf einmal auf. Genau, und dann, was ich noch mitgenommen habe, sind 2 solcher Raumdüfte.
Ich bin so außer Atem, weil ich eben Treppe hoch und runter gelaufen bin. Da konnte ich mich vom Duft nicht entscheiden. Die hatten super viele Pumpkin Spice Düfte und ich finde, die Zeit ist einfach vorbei. Deswegen habe ich einmal Lemongrass mitgenommen, das war auch das letzte. Und einmal Wasserlilie. Das sind halt solche Duftgläser mit diesen Räucherstäbchen halt, ne? Rattanstäbchen, genau. Und die sollen sehr, sehr gut vom Aldi sein. Deswegen dachte ich, probiere die mal. Und die kosten 1,89, also überhaupt nicht teuer. Ja, und das war's auch schon. Mehr habe ich nicht gekauft. Das war ein Einkaufswert circa jetzt von 18, 19 Euro. Also vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, heute werde ich Nudeln machen mit dem Gemüse und ein paar Snacks waren halt dabei. Du sollst nicht nur die Marmelade löffeln, Mäuschen. Naja, ich werde mir wahrscheinlich jetzt auch was zum Essen machen. Ich habe noch nicht gefrühstückt, dann gibt es Kaffee Nummer 2. Und werde es aber erstmal wegräumen. Und dann werde ich mit der Kleinen noch ein bisschen spielen. Ich versuche, guck mal, wie ich euch heute so im Laufe des Tages mitnehmen kann. Wahrscheinlich werde ich nicht großartig filmen, weil ich auch heute richtig aufräumen und putzen möchte. Ich hoffe, ich schaffe es trotz der Kleinen. Und denn es muss mal Ordnung in die Bude gebracht werden, denn das habe ich ja in der ganzen Woche jetzt, wo ich so krank war, nicht gemacht. Da habe ich echt alles vernachlässigt und Wäsche müsste gewaschen werden und so Sachen. Morgen kommt mein Papa wieder, mein Freund kommt vorbei. Ich denke mal, die ganze Family kommt und dann wird das wieder so ein Tag, wo du einfach gar nichts machst. Und ich muss noch arbeiten, genau. Ja, deswegen alles heute machen. So, dann melde ich mich einige Zeit wieder, aber an der gleichen Ort und Stelle. Ja. Ich habe eben ganz viel mit der Kleinen gespielt. Also erstmal haben wir gestern haben wir ganz viel gespielt. Und jetzt macht sie ihren Mittagsschlaf. Babyfon ist natürlich am Start. Und ja, sie schläft jetzt so eine gute halbe Stunde. In der Zwischenzeit habe ich schon mal aufgeräumt. Spülmaschine läuft gerade, auch falls man sie hört. Und jetzt dachte ich, bereite ich schon mal das Mittagessen vor, weil bis er dann aufwacht, sollte es dann schon fertig sein, wobei das jetzt auch kein Akt ist. Wie gesagt, ich mache jetzt nur schnell die Tomatensauce selber, habe mich dazu auch entschieden, Gemüse mit reinzumachen, sprich eine Zucchini und eine Paprika und dann halt die gehackten Tomaten. Eine Zwiebel kommt noch mit rein, ist natürlich Geschmacksträger, bisschen Würzen nach Belieben und ja, dazu gibt es dann halt die Fusilli-Nudeln. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Ich denke mal, das wird die Kleine dann auch sehr gerne essen. Und ja, ich habe irgendwie heute total Bock auf Nudeln. Weil die letzte Zeit gab es, ich glaube, überwiegend Kartoffeln. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es alles gab. Ich bin immer so vergesslich und auf jeden Fall, ja, werde ich das jetzt vorbereiten und schon mal kochen, dass wenn die Kleine aufwacht, das Essen schon mal fertig ist. Thank you.
Kennt ihr das Problem auch? Ihr kauft euch Nudeln, weil ihr denkt, ihr habt keine mehr. Aber dann entdeckt ihr sowas. Ja, hier ist noch so gut wie nichts mehr drin. Hier ist eine angefangene Packung, wo auch noch nicht mal eine Portion drin ist. Warum macht man das nicht direkt leer? Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Ja, deswegen werde ich die jetzt einfach mischen, weil einzeln reicht das nicht. Und die zwei zusammen reichen auch nicht. Deswegen werde ich noch ein paar davon machen. Sonst hätte ich jetzt davon die komplette oder eine halbe Packung davon gemacht. Das hätte dann auch gereicht. Aber jetzt habe ich entdeckt, dass ich hier noch welche habe. Von DM Bio, die Spirelli sind auch super lecker. Meine Mutter kauft auch mit am liebsten, also entweder diese hier oder Barilla. Und das sind alles ja die gleiche Form. Spirelli oder Fossili sind vielleicht nur ein bisschen größer, aber das macht ja nichts. Und ja, deswegen werde ich die jetzt alle gleich zusammen in den Kochtopf werfen. Und dann gibt es einfach gemischte Nudeln. Aber ich glaube, im Endeffekt macht das nichts aus. Oder? So, Essen ist fertig. Das sind die Nudeln mit der Gemüse-Tomatensauce. Schlägt gerade ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal jetzt die gestückelten Tomaten von Aldi Bio geholt. Und die sind recht dickflüssig, die ganze Soße. Also sonst kenne ich das alles ein bisschen flüssiger. Aber ich habe einfach ein bisschen Wasser dazu gemacht, was ich eigentlich generell immer mache. Aber hier ein bisschen mehr und das sieht so lecker aus. Ich freue mich jetzt auf das Essen. Und wenn ich dann gegessen habe, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich ein bisschen auszuruhen. Ich denke mal, dann wird die Kleine auch schon wieder wach werden. Ansonsten werde ich hier ein bisschen aufräumen, weil hier liegt überall noch Chaos. Hier sind überall Spielsachen und ja, Staubsaugen muss auf jeden Fall auch einmal. Denn sie hat gestern Abend hier die Dose mit den Brezeln umgeworfen. Ja, und hier muss dann halt einfach ein bisschen aufgeräumt werden. Aber erstmal werde ich was essen, mich kurz auf der Couch ausruhen. Und hoffen, dass die Kleine wenigstens noch eine halbe Stunde schläft, dass ich das dann beseitigen kann. Genau, ansonsten Küche schon aufgeräumt nach dem Kochen. Zum zweiten Mal heute. Spülmaschine muss ich gleich nur noch ausräumen. Und dann ist unten auf jeden Fall alles erledigt. Dann werde ich hier oben noch weitermachen. Und das ist so das schlimmere Übel von allem. Weil hier wollte ich eigentlich so richtig putzen. Mal gucken, wie weit ich komme. Und was ich alles schaffe, aber erstmal essen, denn ich habe riesen Hunger und auch Durst. Ich muss mir jetzt erstmal was zu trinken holen. Also guten Appetit, falls ihr auch was am Essen seid. Ansonsten bis gleich.